Hallo Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Wir sind hier immer noch in dem Minen-Level, wo wir im letzten Part noch den Checkpoint erreicht haben und somit schon mal die Hälfte des Levels fertig haben. Und an dieser Stelle können wir jetzt wieder ganz entspannt weitermachen und müssen erstmal nach Dixie Ausschau halten, damit wir hier abgesichert sind mit zwei Kongs. Oh, hier gibt es wieder einen weiteren Tierbegleiter und das ist Squawks. Und ich weiß gar nicht, ob wir den im ersten Spiel auch schon hatten. Ich denke schon, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob er uns da schon so tatkräftig geholfen hat. Ich glaube, der hat nur eine Lampe gehalten. In so einem sehr dunklen Level. Und hier ist es so, wir hängen jetzt unten an seinen Krallen dran und wir können mit Hilfe von ihm Eier verschießen. Ja, wo er die ganzen Eier hernimmt, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit, da wir damit diese ganzen Cremlinge hier einfach alle getrost wegballern können. Natürlich muss man weiterhin noch aufpassen. Ganz so einfach ist es nicht. Aber ich denke mal, wir kriegen das irgendwie schon hin. Ja, der ist auch voll fies da mit seiner Kanone, ey. Muss man auch genau timen. Oh, scheiße. Oh nein, ich habe Didi und Dixie verloren. Das ging aber schnell. Aber ich habe ja ein Glück, 45 Leben, also von daher denke ich mal, ist das da an der Stelle ein bisschen unproblematisch. Ja, blöd ist es nämlich immer, wenn man normal auf dem normalen Wege abspeichert und dann immer das Spiel aus und wieder anmacht, dann hat man nämlich seine ganzen Leben wieder verloren und startet wieder mit 5. Muss ich all seine Leben wieder zusammensammeln. Ach, und hier ist zum Beispiel ein Y aus Bananen gewesen. Das ist immer so ein kleines Tutorial sozusagen. Weil mit der Y-Taste können wir eben unsere Eier verschießen. Und immer wenn irgendwie so ein neuer Tierbegleiter kommt oder so etwas, dann gibt es anhand von Bananen meistens immer so ein kleines Tutorial, welche Knöpfe man denn drücken soll. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und halt auch eine sehr coole Idee, dass nicht so einfach so, dass nur ein Text aufploppt, sondern einfach so die Bananen, die das zeigen. Und wenn man die einfach nur so mitnimmt, oh scheiße, musste mir mal hier mich einmal kurz kratzen und dann ist jetzt das ein bisschen blöd gewesen, dass ich da dann nicht richtig aufgepasst habe mit der Steuerung. So, das war aber ganz cool, weil da konnten wir jetzt den abballern und dann mussten wir nicht mehr auf die Kanonenkugeln achten, aber naja, wenn man dann am Ende von der Krähe gekillt wird, dann bringt einen das genauso wenig. Ach, scheiße. Na gut. Ja, das Level, wie gesagt, ist nicht mehr eines der einfacheren. Mittlerweile nimmt der Schwierigkeitsgrad des Spiels zu. Klar, wenn man jetzt Ultra Pro wäre, dann könnte man hier auch immer noch ohne Probleme durchmarschieren, aber gut, bin ich nicht und von daher muss ich hier an der Stelle dann den Level halt eben ein paar Mal öfter versuchen. Aber solche Fails sind ja auch manchmal ganz lustig, ne? Es wär langweilig, wenn ich nur ohne Probleme durchkommen würde. Ja, das ist immer so witzig, wenn sie immer sterben und dann da diesen Ton von sich geben. Es ist einfach auf jeden Fall mega geil. Total witzige Idee. Aber so kennt man Rare eben. Schade, dass es das damalige Rare halt eben leider nicht mehr gibt. So, darf ich dich auch mal killen jetzt? Jawohl. Das hat jetzt eben gerade nämlich so gut funktioniert. So, hier unbedingt einfach weiter hochfliegen und dann passiert auch nichts. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Jawohl. So, die Bananen will ich noch haben. Man kann hier auch getrost einfach ohne Probleme drüber marschieren. Da passiert nichts, aber normal springen darf man nicht. Weil wenn man da gleich drauf springt, dann ist das Level vorbei. So. Muss ich da so machen oder wie? Ah, perfekt. Und damit habe ich Kong voll. Ein weiteres Extra-Leben und der Level ist beendet. Das Coole ist auch, das fällt mir jetzt gerade ein, dass jedes Level auch so einen eigenen Sound dafür hat, dass wenn man stirbt und wenn man den Level beendet hat, ist immer ein anderer. Müsst ihr mal drauf achten. Das ist richtig cool. Ja, genauso achtet mal auf den unteren Text. Hier haben wir alles.
hier fehlt uns die Donkey Kong Münze und hier fehlen uns, also ab da, sag ich mal, für die nächsten drei Level, fehlen uns leider beides. Cleavers Feuerschwert. Okay. Gut, das hier ist der nächste Boss an oberster Stelle des Vulkans hier. Ja, auch witzig, ne? So ein Vulkan einfach hier so mitten reingebaut. Na gut, dann schauen wir uns mal an, was das für ein Boss ist. Ja, und wie es der Text schon gesagt hat, ist es ein Feuerschwert an der Stelle. Und wir müssen aufpassen, es ist halt ganz cool, dass da unten so eine Feuerhand ist, die dieses Schwert hält. Ist voll cool gemacht. Aber ich glaube, bald löst sich das Schwert von der Hand. Und die Kanonenkugeln kommen immer wieder neu nach. Aber wenn ich das gerade hochhebe und dann der Feuerball abgeschickt wird, dann ist es ein bisschen blöd, weil ich dann auf diese Weise meine Kanonenkugel verliere. Aber der Boss ist auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt nur halt leider Didi schon verloren. Ah, jetzt glaube ich, passiert es. Genau, jetzt denkt man so, oh, der war ja einfach schon besiegt. Und jetzt verfolgt uns das Scheißschwert. Ja, super. Okay, so. Die ganzen Haken sind wieder da. Ich glaube, hier muss man einfach rüber. Oh, wir bekommen zwei Münzen und da haben wir die Kugel wieder. Und mit Dixie ist an der Stelle wieder ganz gut gemacht, dass man hier einfach nur unten gegenspringen braucht. Ja, natürlich bin ich nicht immer unverwundbar, wenn ich jetzt gegen ihn gegenkomme. Immer wenn er halt schlägt und ich ihn dann berühre, dann trifft mich das Schwert natürlich. So, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das bedeutet, der Kampf ist vorbei. Und da dreht er sich noch ein paar Mal und landet in der Lava. Tja. Darauf erstmal ein Gitarrensolo. Coole Sache. Nur blöd ist halt, wie wir die Welt abgeschlossen haben, ne? Also wenn wir jetzt hier nochmal gucken. In der ersten Welt haben wir alles gefunden. Ausrufezeichen und Donkey Kong Münze und hier noch nicht mal eines der beiden. Kremkai ist die dritte und nächste Welt. Schauen wir mal vorbei. Und hierbei handelt es sich um einen Sumpf. Und ich finde diese Welt total klasse. Sumpf der Fässer oder Fresser? Habe ich jetzt gerade nicht genau gelesen. So, hier ist die Musik auch wieder, hat auch wieder so einen gewissen Soundtrack, der wieder voll cool ist. Also es ist irgendwie so, jede einzelne Welt hat irgendwie so gewisse Soundtracks, wo ich schon denke so, oh, da freue ich mich immer drauf. Aber der coolste kommt sowieso noch. Aber die sind allesamt richtig cool und ich kann mir auch wirklich die ganzen Soundtracks dazu immer wieder anhören. Das ist richtig geil. Ja, was ist er denn für einer gewesen? Und schwirft dann da seine komischen Kisten auf uns. Und wir haben Rambi. Geil. Bams. Und damit ist er weg. Nein, Rambi kommt zurück. Scheiße. Ja, okay. Es war leider Fail. Ich wollte doch nur mal gucken, was da ist. Ah, toll, ey. Da passt man ein paar Mal nicht auf, ne? Und dann kommt hier ein Fail nach dem anderen. Oh, dieser Soundtrack ist auch einfach so genial, ey, unfassbar. Ich feiere die alle irgendwie. Sind alle irgendwie auf ihre Weise immer richtig, richtig entspannt, richtig cool. Und passen zu den Welten einfach nur perfekt. So. Ah, jetzt habe ich den. Ja, hör auf zu lachen da, ey. Ich lach dich gleich aus. So. Ja, hier. Ja, also ich denke nicht, dass es Fresser, sondern Fässer ist. Wow. Vom Titel her. Was war das denn? Ne? Merkt man hier an diesem Fassgeballer. So, Sumpf der Fässer. Da lesen wir es nochmal. Okay. Auf ein neues. Und die, da verstehe ich auch immer so, dass die Didi sagen. Also sagen sie eigentlich bestimmt nicht, aber kann man halt eben daraus verstehen. Ja, tschüss, Mann. Libelle kann sich auch verabschieden. Ja, hör auf zu lachen, Kollege. Weil sonst blüht dir bald etwas ganz, ganz Schlimmes. So, jetzt hole ich mir aber den Rambi und werde ihn auch nicht mehr so schnell hergeben. Und zack. Irgendwann brauchen wir diesen Geist nochmal, das weiß ich. Wow. Oh mein Gott, ey. Ist ja geil, ich kann sogar auf diese Kiste dann draufspringen. Wie soll ich denn jetzt mit Rambi an das O kommen?
Gar nicht, oder wird? Ach ja, und hier ticken immer die Zahlen runter. Wir haben immer 2 Sekunden Zeit, um hier halt eben uns zu entscheiden, wo wir uns längs schießen wollen. Oh, das wird ja jetzt richtig mies, ey. Das ist typisch Donkey Kong Country. Das typische Fässergeballer. Oh, da brauchen wir eine Kanonenkugel. Ich glaube, die kommt aber noch, oder? Ich hoffe doch. Oh, wie viele Gegner, ey. Und alle weggeballert. Die Donkey Kong Münze. Geil. Okay, da ist ein Bananenpfeil. Ich glaube, wir sollen ihm folgen. Ich glaube, der gibt uns jetzt die Kanonenkugel, oder? Komm schon. Bams. Jawohl. Geile Sache. Also den mussten wir folgen. Dann die Kiste mit ihm zerstören. Und dann kriegen wir unsere Kanonenkugel. Mache alle Gegner fertig. Na klar doch. Okay. Da ist wieder gutes Werfen angesagt. Genaues Zielen. Och Mensch. Ja, das verstehe ich jetzt mal nicht unter genaues Zielen. Aber ich habe es geschafft. Das war ja jetzt nicht allzu schwierig. Das ging ja noch voll. So. Ach ja, genau das. Da musste man immer von dem einen dann in die andere Richtung lenken. Wow. Käfer. Die werfen mit Käfern. Oh, zu geil, ey. So. Einfach nur in eine Richtung halten, dann geht das eigentlich schon. Also nicht wirklich schwer. Vielleicht sollen einen diese Pfeile verwirren. Keine Ahnung. So. Du stirbst auch. Boah, das Fass ist aber schnell gewesen. Wirft da eigentlich nochmal was anderes? Oh. Ein Zinger. Ja, genau. Und dann trifft er mich. Gut, Didi. Alles hängt an dir. Mein Guter. Ja, jetzt, wo wir Dixie haben, ne, will ich Didi auf einmal nicht mehr spielen. Und im ersten Teil war es genau immer so, dass ich immer nur Didi spielen wollte. Oh, scheiße. Oh, Mann, ey. Jetzt ist der Zinger da oben. Ich glaube... okay. Geht das? Wow. Okay, nee, das geht nicht mehr. Das Bonuslevel können wir vergessen. Scheiße. Na gut, aber ich weiß ja, wo es jetzt ist. Und damit hören wir wieder ein bisschen Mucke. Ist voll cool. Besonders diese Sonnenbrille. Ist eine sehr, sehr coole Idee. Und gemerkt, dass der Sound am Ende anders war? Cool, oder? Glimmer Scaleone ist die nächste Welt. Der nächste Level. Oh, damit haben wir es wieder mit einem Unterwasser-Level zu tun. Und, ja, wir müssen... Aber hier, guck mal. Wieder der geile Soundtrack. Er ist wieder back. So, der Pfeil sagt uns, da müssen wir nach rechts. Ich glaube, der Soundtrack heißt Jigsaw's Saga oder so. Irgendwie sowas. Lockjaw's Saga. Ich glaube, ja, nicht Jigsaw. Ja, hier haben wir jetzt wieder einen weiteren Tierbegleiter. Mann, das geht ja hier flott. Wie sich hier immer wieder was Neues, wie immer wieder was Neues dazukommt. Und hiermit haben wir es mit einem Fisch zu tun, der uns den Weg leuchtet. Also so wie im ersten Teil mit Squawks, der eine auch so eine Lampe gehalten hat. Und dann auch immer, wenn man sich gedreht hat, dann hat es immer einmal aufgeblitzt. Ist voll fies gemacht, oder? Es blendet dann einen immer so krass, ey. Besonders, wenn man immer hin und her macht. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Squawks. Da war das immer noch ein bisschen öfter. Also hier ist... Und auch nicht so stark. Keine Ahnung. So. Ich versuche einfach mal ein paar Sachen einzusammeln und irgendwie hier so ein bisschen zu gucken, wo man denn hier überall längs kann, weil es ist wieder sehr labyrinthmäßig aufgebaut. Es sind all diese Unterwasserwelten meistens. Und ich möchte ja nichts verpassen, aber ich verpasse leider sehr, sehr viel immer. Oh, diese Fische sind so scheiße, ne? Wenn die dich einmal entdeckt haben und man dann da noch in der Ecke ist, dann kommt man da nicht mehr von weg. Nein. Oh, ey. Scheiße, Mann. Richtig schlimm. Ist halt eben nicht ganz so einfach. Und es wird halt auch nicht mal einfacher, sondern immer schwerer. Wer hätte es gedacht? Oh, jetzt fangen wir auch noch vom Anfang an, ey. Shit. Gut.
müssen wir versuchen, irgendwie zu schaffen. Einfach den Bananen nach und dann geht das schon. Ey, Tatsache. Einfach den Bananen nach, dann geht das. So, kann ich hier mal wechseln? Genau, sehr gut. Ich glaube, jetzt habe ich das K ausgelassen, ne? Egal. Ich hab ja genug Leben. So. Ach nee, da ist das K. Ja, Mensch. Gut. Ja, also das wird am Ende, glaube ich, nochmal eine sehr lange Partie. Am Ende alles einzusammeln, weil mir fehlt ja echt noch viel und ich lasse auch wirklich sehr viel aus, weil, ja, sich alles zu merken, da muss man echt das Spiel schon richtig oft durchspielen hintereinander, in sehr kurzen Abständen, so wie ich das mit manch anderen Spielen mache, Hust Zelda und so, ja, dann kann man sich, glaube ich, das alles sehr gut merken. Och Mensch, das war jetzt unnötig. Mensch, das haben wir doch jetzt schon alles gesehen. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich manchmal etwas schlecht bin, aber damit müsst ihr leider leben. Könnt ihr versuchen, euren Skill auf mich zu übertragen, wie jetzt hier für diesen Moment. So, naja, gut, schauen wir uns mal um. Ich gehe jetzt mal oben längs. Achso, hier gab es ja das Leben. Das hatten wir aber auch schon mal eingesammelt, also von daher war das jetzt nicht ganz was Neues. So, und hier oben war jetzt, wow, Fisch, lass mich in Ruhe, Fisch, danke. Da oben ist das K, ja guck mal, jetzt kann ich mir hier schon, weiß ich schon, wo einige Sachen sind, ne? Das ist doch schon mal ganz gut. Und jetzt hier wieder oben, ne, hier ist nix. Okay, da müssen wir irgendwie hoch. Es ist halt sehr cool, dass es alles mit diesen Bananen so gezeigt wird, ne? Wo man längs muss. Hä, da unten war ja jetzt auch was. Bananen. Bin ja immer unten längs gegangen. Und Didi. Schrägstrich Dixie, wenn man sie dann braucht. Naja. Also ich glaube, bisher gab es noch gar kein Bonuslevel hier. Ich glaube, ich habe auch bisher noch nichts ausgelassen. Also schaue mich ja auch sehr gründlich hier um. So, da komme ich auch nicht längs. Okay. Da geht's auch nicht längs. Nein, verpiss dich, danke. Da muss man auch irgendwie längs können. Ja, super. Aha. Aha. Cool. Das ist ja sehr cool gemacht. Jetzt habe ich schon mal ein paar Münzen bekommen. Dann noch ein paar Bananen. Da muss ich irgendwie auch noch längs. Aber da geht's nicht mehr weiter. Also muss ich wieder zurück. Hallo. Bin ich denn da bitte dann reingekommen? So. Wieso komme ich hier denn jetzt nicht mehr raus? Was soll das denn? Ah, Moment. Vielleicht, da geht jetzt nicht weiter. Da geht's nicht weiter, nee. Okay. Da ist voll die Blockade. Oh mein Gott. Jetzt ist, ja, und jetzt tötet er mich, oder wie? Hä, warum komme ich denn nicht mehr zurück? Bin ich doof? Ja, ich schwimme irgendwie halt da gegen irgendeine Wand. Vielleicht muss ich von hier irgendwie wieder zurück. Ach so. Okay. Na dann. Nein, 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 nein. Och, danke. Ich brauche unbedingt ganz schnell Dixie wieder. Ganz, 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 ganz schnell. Weil das Level ist echt... Oh, damit ist echt nicht zu spaßen, ey. Unterwasserwelt, ey. Nein, die explodieren. Und dann kommen da so Stacheln raus. Okay, gut. Das ging ja nochmal gut. So, das sind irgendwie auch nochmal Bananen. Okay. Diese Unterwasserwelt, ne? Da muss man immer höllisch aufpassen, ey. Und dann, wo man längs schwimmt und alles so... Oh nein, oh nein. Da muss man immer auch gucken, so geht's da längs? Nein, dann geht's vielleicht da längs und dann auch wieder nein. Und dann muss man halt immer schauen. So, hier habe ich noch eine Münze bekommen. Nein, bitte nicht. Ich habe immer Angst vor dem Fisch, dass der mich dann halt sieht und dann Rampage auf mich zugeht. Und dann ist nämlich Ende, weil Dixie ist immer noch nicht da. Nein! Dann wegen so einem behinderten Fisch. Ist das denn euer Ernst? Ey, es tut mir so leid, Leute. Ja, und damit ist eigentlich der Part schon fast vorbei. Ja, nee, das lohnt nicht mehr, die 20 Sekunden jetzt nochmal das Level anzufangen. Ja gut, alles klar. Ich hätte jetzt am liebsten an der Stelle noch den Checkpoint erreicht. Das war eigentlich mein Ziel, aber naja. Wenn ich denn wieder der Meinung war, komm, Fisch, lass uns kuscheln, dann
Ist das vielleicht nicht ganz so schlau? Na egal. Wir haben auf jeden Fall den Boss geschafft. Zwei weitere Level. Ach hier, gucke mal. Da haben wir jedenfalls die Karmünze schon mal. Und jetzt fehlt halt noch das eine Bonus-Level, wo ich nicht reingekommen bin. Naja. Kann ja auch überlegen, vielleicht im nächsten Part da nochmal reinzugehen. Gerade weil ich weiß, wo das Bonus-Level ist. Dass ich es dann auch wenigstens einsammle, dann habe ich den Level vielleicht fertig. Dann mache ich das im nächsten Part, glaube ich schon mal. Gut, alles klar. Aber an der Stelle mache ich erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Part hier in der dritten Welt, dem Sumpf. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.